Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tradeviewer. Bevor ich auf die kurze Pause eingehe oder was auch immer passiert, müssen wir ganz schnell hier diese Brücke wieder neu bauen. Ist mir gerade aufgefallen, dass die gar nicht mehr da ist. So, mal sehen, ob wir die hier irgendwie hinkriegen. Oder auch nicht. Das wäre natürlich richtig scheiße. Und das Stück Straße nochmal wegmachen. Oh, da müssen wir die Haltestelle noch ganz wichtig wieder neu bauen. Ganz wichtig. So, gucken wir jetzt mal, ob wir hier... Ne, das geht natürlich nicht. Kollision bei der Drangangleichung. Oh. Das und das Haus ist im Weg. Mittlerweile habe ich auch Angst, dass irgendwann mal das Geld ausgeht, ne? So geht's. So, hier anschließen an diese riesengroße Kreuzung dort. Und hier müssen wir wahrscheinlich auch nochmal die zwei Häuser wegmachen. Und dann hier die Straße. Hoppala. So, anschließen. So, haben wir das nämlich schon mal erledigt. So, jetzt komme ich erstmal auf das Thema Pause zu sprechen. Ich hatte euch ja gefragt, was ihr dazu haltet. Und es gab, sagen, mischte Antworten. Die einen sagen, ja, wenn du Lust hast oder wenn du keine Lust mehr hast, dann mach doch erstmal eine Pause, andere Sachen dann wieder. Nee, du machst keine Pause gefälligst. Wiederum andere Sachen. Wo setze ich jetzt die Bushaltestelle hin? Nee, das hat keiner gesagt. Also es gab viele gemischte Antworten, sagen wir es mal so. Was ist denn das für ein Bus gewesen? Ja, ja. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, erstmal keine Pause zu machen. Der Bus kommt von hier hinten. Aha. Aha. Erstmal keine Pause zu machen. Aber ich werde jetzt diese Woche werde ich noch komplett durchziehen. Aber die Woche drauf dann werde ich die Dosis erstmal an Tradeviewer ein bisschen einkürzen. Sodass also nicht mehr täglich Tradeviewer kommt. So, das hat aber folgende Begründung jetzt. Pass auf. Ich will jetzt hier irgendwo das Ding hinkriegen. Gut, truppen halt das Haus mal schnell weg. Und zwar würde ich nämlich wirklich liebend gern City Skyline mal spielen. Und deswegen wird also jetzt eine Woche jetzt noch durchgehend, komplett. Und die andere... Oh, das ist falsch gewesen. Nach der 3 muss es hin. 15, dann 16. Genau so. Ja, ne, also dann wird halt die Woche drauf dann ein bisschen weniger Tradeviewer kommen. Gab es denn eine andere Straßenbahnlinie mal? Ne. Ich hoffe, ihr versteht das erstmal soweit. Jetzt habe ich vergessen, meinen Timer zu stellen. Oh, nee. Oh, oh, oh. So. Hat mich trotzdem gefreut, dass so viele kommentiert haben alles, ne? Dann haben ja viele geschrieben, was ich noch besser machen könnte. Also da gibt es ja einige Vorschläge. Unter anderem werden wir aber jetzt nicht heute, auch nicht morgen, weil da muss ich mir trotzdem erst noch Waren suchen, was ich noch nicht geschafft habe. Also muss ich heute erstmal schnell die Folge aufnehmen. Wir werden eine Museumsbahn zwischen hier, Cottbus und Nordhausen machen. Die wird dann hier auf diesem Bahnsteig losgehen, wird über Dampf betrieben, hier hochgehen und hier in Cottbus müssen wir mal den Bahnhof irgendwie neu anlegen. Dann eine S-Bahn, was wir auf jeden Fall machen werden, ist die S-Bahn hier noch um die Kurve rumlegen, zu den Bahnhöfen hinter. Das ist auch hochgeschwindig ausgebaut. Und dann soll ich schon mal prophylaktisch Frankfurt auf die andere Straßenseite noch weiter. Das machen wir jetzt gleich mal. So, ziehen wir mal hier eine Brücke rüber. Also sozusagen so wie in Sangerhausen das machen.
Das war nicht gut. So. Dass wir damit die Chance haben. Dass sich diese Stadt hier hüben halt noch weiter ausbildet. Wie nicht genügend Platz. So. Und so. Müssen wir bloß irgendwann nochmal mit Anschlüssen gucken. Das ist ja alles noch möglich. Hoyerswerda war auf der anderen Seite noch mit. Hier Weißenfels könnte man... Ui, die wachsen ja hier vorzu. Hier lang. Also Weißenfels ist unsere nächste Baustelle. Vor allen Dingen, weil ja so viele Linien aneinander zulaufen. Den Knick hätte ich irgendwie vermeiden können, wurde mir gesagt. Dann... Der Klaurer wächst eigentlich. Oh, hier hatte ich ja alle Verbindungen noch gemacht, dass die weiter rüber können. Grimmitscher wächst eigentlich auch in jede Richtung weiter. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Schönebeck kann ja eh um den Bahnhof rumwachsen. Ah, hier hinten müssen wir bloß die Güterversorgung nochmal feststellen. Magdeburg kriegt noch eine Verbindung auf die andere Straßenseite. Was ist denn hier los? Die fahren alle hier rüber, hä? Oder wo wollten ihr hin? Hier unten? Hä? Wohnort. Fahrtet ihr mal mit dem Zug hier oder was? Ihr habt doch eure direkte Verbindung. Den hier. Ja, der fährt doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Sehe ich das gerade falsch? Und hier gibt es doch, glaube ich, immer noch den Zug, ja genau. Hier unten gibt es mittlerweile den ICE noch. Ich glaube, ihr habt Probleme, dass ihr mit dem Bus noch... Ah, hier müssen wir den Busverkehr mal ein bisschen neu regeln, ne? Gut, wissen wir da Bescheid. Ach ne, ich wollte gerade hier noch Straßen auf andere Straßenseite bauen. Straßen auf andere Straßenseite bauen wollen. So. Ach komm. Manchmal müssen wir ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. So, rufen wir hier noch so ein Straßenbauwerk drüber. Bauen jetzt hier eine neue Verbindung. Ich will hier keinen Tunnel bauen. Hallo, ich baue ja keinen Tunnel. So ist besser. The fuck, was baut er denn für Kurven hier? Na, was soll er machen? Soll er halt machen. Rangangleichung. Nicht möglich. So. Mal einen schönen Tunnel mitten durch die Stadt ziehen. Fahren ja eigentlich zwei Züge drauf? Ja.
Läuft doch bei uns hier. Einwandfrei. So, was ist hier hinten gerade los? Der kommt jetzt so. So, hier müssen wir unten die Stadt drum entwickeln. Das brauchen wir auch nicht. Was steht denn hier alles an? Auf dem IC? Ach du Scheiße. Ja, stimmt, das hat sich als keine Fehlentscheidung rausgestellt, diese IC. Wie sieht sie unten aus? Wir sehen gerade, welchen IC eingestiegen. Ah ja. Ach, Hauptstrecke wird trotzdem noch viel benutzt, ne? Und das ist das Schöne. Wie sah es hier unten aus? IC, Weißwasser, S-Bahn, guck mal. Hier. Sechs Mann, ja gut. Es läuft doch langsam. So, du produzierst. Luckenwalde wird von Güter komplett. Nee, wird nicht komplett versorgt. Ui. Mehr Öl anliefern. Plauen wird ohne mehr versorgt. Weißenfels auch nicht ganz. Vorne beide plus. Ha. Und generell der Zug hier gerade. Einwandfrei. Wo ist er denn eigentlich, die Zwerg? Eine ist hier gewesen und der andere ist hier vorne, oder was? Ja, tatsächlich. Ach, der steht hier so lange, weil der da nicht durchkommt sonst. Ja, da müssen wir aber hier mal noch ein Signal hinmachen. Wird er wenigstens bis dorthin fahren können. Wo ist der andere jetzt? Hey, wo ist denn der andere? Ach, da oben steht er am Bahnhof. Im Bahnhof. Sehr schön. So, Schönebeck wird nicht versorgt komplett. Auch nicht. Nur 26. Und wir sehen jetzt hier schon bei knapp 400, ne? Und so ein Teil kann gerade mal 400 produzieren. Also... Ich würde sagen, für Schönebeck und Grimmitschau müssen wir noch eine zweite Kette irgendwie intakt setzen. Was haben wir denn hier noch zur Verfügung stehen? Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir können trotzdem schon mal gucken, was wir brauchen. Vielleicht muss ja auch keine doppelte Kette sein. Hier hat man ganz viel Öl noch.
Der würde natürlich perfekt liegen hier, ne? Könnte man hier einfach eine Linie oder ein Gleis hier durchziehen, was dort rangeht. So, dann könnte man rüberfahren. Unkompliziert und schnell. Ah gut, unkompliziert vielleicht nicht, aber schnell. Unkompliziert geht es in ganz wenigen Fällen, ne? Aber dieses Dreieck hier, kommen wir ganz schwer drüber. Da müssen wir hier halt nochmal eine Brücke bauen irgendwie. Ich würde schon das hier nehmen. Für die zwei Städte nochmal zusätzlich als Versorgung. Kohle haben wir hier. Und Lehm haben wir dort. Beziehungsweise hier. Wir können nur das hier nehmen. Das Lehm und die Kohle hier. Und vorne über die Strecke mit hier rein. Das machen wir. Aber erst in den nächsten Folgen. Also bis morgen. Tschüss.